Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um die Frage, lohnt es sich auch bei niedriger Volatilität Optionen zu verkaufen? Und jetzt machen wir das Video ganz kurz. Die Antwort ist ja, es lohnt sich auch bei niedriger Volatilität Optionen zu verkaufen. Also wenn du willst, kannst du jetzt im Grunde das Video hier ausmachen und da ist es zu Ende. Wenn du wissen willst, warum, kurzer Vorspann und dann geht's los. Die Frage ist, lohnt es sich bei niedriger Volatilität Optionen zu verkaufen? Schauen wir uns mal die klassische Lehre an. Die klassische Lehre ist, wie entwickeln sich Optionspreise? Niedrige Volatilität bedeutet geringe Nachfrage nach Optionen und damit auch entsprechend niedrige Prämien. Hohe Volatilität bedeutet hohe Nachfrage nach Optionen und damit auch entsprechend hohe Prämien. Und das heißt natürlich, wann macht es für einen Verkäufer am meisten Sinn, etwas zu verkaufen? Natürlich dann, wenn die Volatilität hoch ist. So, jetzt überlegen wir uns mal am Aktienmarkt, wann ist die Volatilität hoch? Wir schauen uns das mal hier an. Also mal angenommen, wir haben hier einen Aktienkurs, der steigt, jetzt geht er plötzlich nach unten und bricht also so richtig ein, was weiß ich, 5%, 10%, wie auch immer, spielt keine Rolle. Ne? So, wann ist jetzt die Vola hoch, wann ist sie niedrig? Nur aus diesem kleinen, kurzen Ausschnitt, ne, müssen wir einfach sagen, okay, Vola hoch an der Stelle natürlich und hier Vola wahrscheinlich niedrig an der Stelle. So, jetzt könnte man natürlich schon auf die Idee kommen, dass man sagt, ah, siehst du, logisch hier unten verkaufen, weil da ist ja die Vola hoch. Und hier nicht verkaufen, ne? Weil da ist ja die Vola niedrig und man sieht ja, da ging es runter. Da muss man erstmal aufpassen, was sehen wir denn überhaupt? Ne? Ist das jetzt hier ein Tageschart, ein 5-Minuten-Chart, ein Monatschart und wie geht es vor allen Dingen weiter? Also, wenn wir jetzt sehen, mal angenommen, der Markt ist hier 10% gefallen, die Vola ist hoch und es geht so ein bisschen seitwärts und da fällt danach nochmal 20%, naja, dann war die Vola hier hoch und trotzdem war es keine gute Idee zu verkaufen. Ja? Umgekehrt, wenn wir sagen, okay, der Markt ist eben, ich nehme mal eine andere Farbe, der Markt ist jetzt vielleicht hier nur 2% gefallen, so, dann ist die Vola hier ein bisschen höher als hier oben, aber danach geht der Markt hier durch die Decke, war es dann so schlimm, an der Stelle hier zu verkaufen? Nein. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, okay, die pauschale Antwort, ist es besser dann oder dann, kann man überhaupt nicht sagen, sondern es kommt mehr so auf die Umstände an. Das heißt, natürlich ist es profitabler, langfristig betrachtet, wenn man eher bei hohen Volatilitäten verkauft. Ne? Also wer jetzt einfach mal so Dinge gelesen hat, wie die Bücher und Schriften von Nassim Taleb, Black Swan und Narren des Zufalls und so weiter, der weiß, okay, die normale Standardverteilung funktioniert nicht, sondern es gibt immer diese Ausschläge an den Enden, deswegen kann die Vola wahnsinnig ansteigen. Januar 2018 war ein gutes Beispiel dafür und das spräche schon dafür, in hohe Volatilität hinein zu verkaufen. Auf der anderen Seite muss man sagen, was machst du denn dann, wenn du jahrelang überhaupt keine hohe Volatilität hast, wie wir es beispielsweise 2016, 2017 bis 2018 hatten. Ne? Also was machst du dann? Hast du 14 Monate lang überhaupt nie eine Gelegenheit, etwas zu verkaufen. Und deswegen ist es, glaube ich, viel entscheidender, dass du dir eher Gedanken machst, wie ist denn der aktuelle Markt und was könnte denn als nächstes kommen und was sind die Risiken? Jetzt nehmen wir mal einfach den Stand, wie wir ihn hier haben, Ende Oktober 2019. Der S&P 500 ist auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Wir sehen, dass viele Aktien plötzlich wieder stark werden und dass nicht nur der S&P steigt, sondern zum Beispiel auch der deutsche Aktienindex steigt, dass sogar viele Industrieaktien steigen. Bankaktien machen neue Hochs, ne? Und das trotz dieser ganzen vielen negativen Nachrichten, die es gibt. Wer von euch die Morgenroutine macht, der sieht momentan grün, 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 grün. Ne? Das heißt also, aus dem Gesichtspunkt heraus, warum soll ich denn nicht auf den S&P beispielsweise Put-Optionen verkaufen oder Bull-Put-Spreads verkaufen? Ne? Der Markt bricht nach oben aus und die Wahrscheinlichkeit spricht einfach dafür, dass es jetzt die nächsten Tage und Wochen weiter nach oben geht und damit kann ich Geld verdienen. So, was ist jetzt das Risiko?
Und das ist genauso eine Betrachtung wert. Naja, ich bekomme eben momentan für den Verkauf von Optionen nicht so wahnsinnig viel Prämie. Und wenn der Markt nach unten gehen würde, also wenn das jetzt hier eintritt, ne, dann habe ich mit zwei Problemen zu kämpfen. Nämlich zum einen, dass der Markt gegen mich läuft und dass wahrscheinlich auch die Volatilität ansteigen wird. Also das heißt, meine Optionen werden schneller unter Druck geraten. So. Und deswegen muss man überlegen, ob in so einer Situation der Verkauf von Optionen die optimale Wahl ist. Oder ob es nicht einfach besser wäre, einfach, sag ich es mal so, stumpf long im Aktienmarkt zu gehen. Ne? Okay, ich gehe long im Aktienmarkt, ich kaufe mir keine Ahnung, ich bin mit Aktien long, ich kaufe ein ETF, ich kaufe ein Future, was auch immer. Ich bin also long im Markt. Das wäre ja eine Variante, die man machen könnte. Okay, das heißt aber noch lange nicht, dass der Verkauf von Puts jetzt nicht geht. Also es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Und zweitens, auch das wird funktionieren. Es gibt aber wahrscheinlich Dinge, die besser sind. So. Und aus dem Grunde musst du dir einfach nicht immer so eine herausseparierte Frage stellen, lohnt sich der Verkauf bei einem niedrigen Volatilitätsumfeld, sondern was sind die Risiken und was wären denn die Alternativen? So, Risiken haben wir besprochen und Alternativen haben wir auch besprochen. Und damit siehst du wieder, dass Börsenhandel, Optionshandel eben viel komplexer ist als das Erlernen irgendeiner einzelnen Strategie. Es gehört eine Risikobetrachtungsweise zu, es gehört eine Alternativbetrachtung dazu, es gehört ein Blick aufs große Ganze. Ja, das ist viel wichtiger als sagen, du musst, wenn der und den schneidet, musst du da long gehen und short und so weiter, bla bla. Ja, das sind Techniken, aber was viele immer vergessen, du musst von vornherein erstmal einen großen Blick aufs große Ganze haben. Das ist viel, viel wichtiger. Okay? Und deswegen ist das Video jetzt nicht ewig lang geworden, weil es gibt da auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wichtig ist halt einfach, mach dir einen komplexen Blick auf das Ganze. Das bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt 8 Stunden am Tag irgendwelchen institutionellen Research lesen musst. Ne? Warum? Das kann sowieso kein Privatinvestor machen. Und du brauchst auch nicht hochkomplizierte Excel-Tabellen hin und her schieben und irgendwelche Wahrscheinlichkeiten dir ausrechnen jeden Tag. Warum? Weil du bist kein Hedgefonds, du bist keine Investmentbank, du bist ein Privatanleger. Du hast ein paar Tausend, ein paar Zehntausend, vielleicht ein paar Hunderttausend Euro. Und dann musst du es auch mit deinen Ressourcen, die du hast, und deine wichtigste Ressource ist Zeit, dann musst du das auch so ein bisschen machen. Und ganz ehrlich, wer weniger als 1 Million hat und am Tag 5 Stunden Börse macht, der hat auch irgendwie nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert. Außer ist jetzt ein Trader, okay, jemand, der richtig aggressiv tradet und wirklich jeden Tag dabei ist, da muss er auch richtig Rendite rausholen, ne? Dann ist nichts mit 10% im Jahr. So, also, aber ansonsten macht das alles überhaupt keinen Sinn, sich zu komplizierte Dinge einfach anzuschauen. Nicht, weil die nicht gut wären, die sind super, ne? Das ist hervorragend, aber es lohnt sich einfach nicht. Der Kosten-Nutzen-Aufwand ist einfach nicht gegeben. Du kannst das mit gesundem Menschenverstand, mit viel einfachen Dingen viel, viel besser machen. Wenn du wissen willst, wie das geht, wie man also diese Ressource Zeit, Kosten, Wissen oder Zeit, Geld, Wissen, wie man das am besten kombiniert auf deine persönliche Situation, dann nutze das Angebot, bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu findest du hier unten, optionsstrategien.com/termin. Trag dich da ein und wir können dann mit dir gemeinsam klären, was für dich ganz konkret die richtige Strategie wäre, die richtige Umsetzung, die du anwenden solltest, weil da kann man nie sagen, das ist das Beste oder das, genau wie hier an dem Beispiel gezeigt. Okay? In diesem Sinne danke ich dir wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg und Blick in die Glaskugel. Wir sehen höhere Kurse, glaube ich. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.